What you did helped everyone. Really bolstered the common good. Be proud. Common good. I've heard that before. Common good. Common good shit, right? We'll know what she'll say. Calm down. Think of the common good. I don't understand. It's not that easy to leave. Kathy, could she be the supplier? Get out the way! Something's missing. How did Declan know I was meeting Dennis? I heard you messed up Dennis pretty good last night. Check on Joan. Who overheard me and Dennis talking? Who told Declan? Your barroom brawl. I'd be best to prevent you from following that other man outside. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. Nick suspected a drug ring flourished after the mine closed. Honestly, I'm afraid you'd end up like your friend. Common good. Common good. Common good. Young man, is everything all right? Und damit willkommen zurück zu Twin Mirror. Ich hab's doch von Anfang an gesagt, werte Freunde, der Apotheker war's. Natürlich nicht nur er. Schön, dass es jetzt doch noch, zwar diesen Twist gibt, auch wenn er ein bisschen vorhersehbar war oder ein bisschen eindeutig. Es war halt naheliegend, er war neu in der Stadt und er war irgendwo überall immer mit dabei, aber auch nicht so aufdringlich, sodass man ihn wieder vergessen konnte. Und alles das, was wir eben gesehen haben, das passt natürlich. Und ja, ich freue mich einerseits, dass es nun so gekommen ist. Andererseits, ist es jetzt keine Mordsüberraschung, sage ich mal so. Aber was machen wir jetzt? Wie wollen wir ihn vor allem beschuldigen? Wie wollen wir es beweisen? Denn all das, was wir gerade gesehen haben, das reicht jetzt nicht unbedingt als ultimativen Beweis, ne? Deswegen, was nehmen wir hier? Ich würde es erstmal vorsichtig ausdrücken. Ihn jetzt verbal anzugreifen, würde niemandem was bringen. Und man muss natürlich auch bedenken, wie die anderen dann darauf reagieren. Ob die mir überhaupt glauben und so. Anna vielleicht, nach dem, was wir erlebt haben. Aber der Rest, ich weiß ja nicht. Vor allem, ist schwierig, ne? Okay, also wir haben erstmal nur viel nachgedacht. Und das stimmt ja auch. I was lost in thought. And I've been lost in thought a lot lately. Oh, yes. I'm sure you have a lot to think about. Nick never put it together. He was too close. It was you. What exactly are you trying to say? It wasn't enough to be a pill mill like every other two-bit pharmacy. You've been skimming. Extra boxes lost, records forged, ending up with Declan. Nah. That is a very serious accusation. The kind that, without proof, would never hold up. Das ist das Problem. Können wir es irgendwie beweisen? Digi kennt den Lieferanten. Casey wird etwas wissen. Ich kann es der Welt erzählen. Also ich kann es der Welt erzählen. Kann er natürlich tun, aber ist immer noch kein Beweis. Casey wird etwas wissen. Das stimmt wohl, aber man hat ja auch eben rausgehört, sie wird ja unter Druck gesetzt, beziehungsweise erpresst eventuell mit dieser Pillensucht, die sie hat. Und Digi kennt den Lieferanten.
Aber der Lieferant führt uns doch jetzt nicht zu... Ja doch, der führt uns zu Yu. Er war ja in der Apotheke und hat das geholt. Ich würde am ehesten das von Digi nehmen, aber ich vermute, dass der, auch wenn er das weiß, wahrscheinlich nichts sagen wird. Das war ja das letzte Mal schon so schwierig, aus dem was rauszubekommen. Ich werde mal das mit Digi nehmen. I saw Digi picking up a box from your pharmacy. I know he was a dealer. I can draw a straight line through him. Three people are dead. Their trails all lead back to you. You seem to have me confused for a criminal mastermind. I'm just a small town businessman. I go where there's opportunity. And I've helped this town. I've created jobs. I've invested. I never forced anyone to do anything. I've only given people what they wanted. What they needed. I was here. I rolled up my sleeves and I got to work. Where were you? Jetzt spielt er sich noch als Heiliger auf, nur weil er die Leute mit Drogen versorgt. Oder mit Pillen, je nachdem. Oh mein Gott. Sind Leute gestorben, ist ein gutes Argument. Jetzt bin ich hier, gefällt mir auch. Ich wette, sie schlafen gut. Ja, das tut er garantiert. Das ist ein eiskalter Geschäftsmann, wie man es kennt. Aber ich würde doch den Aspekt mit den toten Leuten bringen. Three. There are three dead people at your feet and one person badly injured. Don't pretend anything excuses that. I'm not asking for you to explain. I just wanted you to know. I wanted to look you in the eye before I brought your whole world down. Joe Kathy Joan. Don't you threaten them. I would never. But you do. Why do you think Nick never wrote his article? Never went to the police? Ja, jetzt erpresst er uns damit. Und das ist vielleicht auch eine fiese Entscheidung, die noch kommen könnte. Boah, ist das gemein. Wenn er denen was antun würde, wenn wir was sagen. Am liebsten würde ich den drei das sagen und sie mitnehmen. Was will er dann machen? Fies. He never finished his work because you killed him before he could. I am not, nor have I ever been a violent man. Others I've worked with, a little girl's future and a girlfriend with an aging father, both cost money. People always find ways to get what they want. The question is who profits? Criminals, mobsters, lowlives? Take out the middleman and a worse one slides in. Nick understood as much. He wasn't like that. You didn't know him. Did you? He was going to bury the story. Ja, Nick hat das vielleicht auch aus Furcht gemacht, um seine Liebsten zu schützen, ne? Das kann ich mir schon gut vorstellen. Sam hingegen... Ach, was nehmen wir denn da? Mir ist es im Grunde egal jetzt, was mit Nick ist. Darum geht's jetzt nicht. Deswegen... Und ich weiß, wer Nick war. Naja, er war jetzt jahrelang halt nicht hier, ne? Ich glaube, ich nehme B, darum geht's jetzt hier nicht. Nick is dead. What he did or didn't do at the end doesn't make a difference now. That's true. What Nick did is irrelevant. What matters is what you'll be doing. If you drop this misguided effort to accuse a kindly old man of heinous acts, I promise Kathy, Joe, and Joan will want for nothing. However, if you follow through with this foolishness, I only doubt I'd spend even a single day behind bars. I'm old. I have money and lawyers, and when I speak, people listen. But what of Nick? Who took bribes? Buried the truth? What will his daughter think? When I have no choice but to reveal he is just another dirty reporter. And let's not forget poor Kathy, who worked directly for me.
it would at least cost her her job. Isn't being a single parent hard enough? Don't throw their lives away, Sam. Learn from your mistakes. Es ist so fies, es ist so eine dreckige Entscheidung. Das ist natürlich super schwer. Also vom moralischen Aspekt, ich kann beide Seiten verstehen. Oh, shit. Es ist richtig mies. Es ist richtig mies. Aber andererseits, so wie Mew das jetzt gerade schildert, muss es ja nicht laufen. Ich meine, Cassie und Joanne könnten aus Bestwood ausziehen. Klar bräuchte die Mutter Hilfe mit ihrem Tablettenproblem, aber es ist ja nicht so, dass die jetzt total in den Ruin getrieben werden dadurch. Also doch, ja, sie verliert die Arbeit, ist mir schon klar, aber es muss ja nicht so extrem negativ ablaufen, wie er es nun darstellt, nur um seine eigene Haut zu retten. Dass Joanne die Wahrheit über ihren Vater hört, ich weiß nicht. Ich meine, Nick wollte die Leute ja nur schützen. Das ist ja kein verwerflicher Grund. Klar, ich könnte jetzt auch das annehmen, die Leute schützen damit. Aber ich krieg das nicht hin, Leute. Ich kann dem Drecksack das nicht durchgehen lassen. Andererseits, wenn ich das jetzt ablehne und veröffentliche, das, was ich glaube und befürchte, was Hugh gesagt hat, wird wahrscheinlich stimmen. Er hat Geld, er hat Anwälte, er wird wahrscheinlich keine Konsequenzen haben. Und dann war es umsonst, dass ich das Leben meiner Freunde da ja nicht in Gefahr gebracht habe. Aber wollen wir mit so einer Basis, mit so einem Lügengerüst, wollen wir jetzt einfach das hinter uns lassen und schweigen? Das kann ich nicht, Leute. Das kann ich nicht. Da muss ich dieses Risiko leider in Kauf nehmen. Ist natürlich auch für Joe, ne, wenn der finanziell unterstützt wird, wegen seiner Behinderung und so. Das ist alles total dreckig, aber ich will nicht, dass die für den Rest des Lebens von diesem Drecksack, weiter abhängig sind. Das will ich nicht. Es fühlt sich einfach mörderfalsch an. Es ist super fies. Es ist echt fies. Aber ich kann das nicht annehmen, Leute. Also ich verstehe auch die Leute, die das annehmen. Eben aus dem moralischen Aspekt und aus dem Aspekt, dass es den Freunden definitiv weiterhin so gut geht, wie es ihnen momentan geht. Aber das kann es nicht sein. Ich kann das nicht annehmen. Ich muss das ablehnen. Ich muss das ablehnen. Ich kann nicht das Gleiche wie Nick tun. Nick hat es auch nicht weitergebracht, mal davon abgesehen. Und deswegen, ich lehne es ab. You can do whatever you want. I'm gonna finish what Nick started. Maybe you'll go to jail, maybe not. But people will know what you did. And they'll all know the common good never factored in. You did it all for yourself. And I'll make sure the life you've built burns for it. Na, und ich habe jetzt nicht gleich einen Autounfall. Ich hoffe, wir sehen jetzt noch Konsequenzen daraus. Well, folks, I hope you've got your seatbelts on, because we've got one nasty story coming up. 2 years ago, West Virginia, a small mining town loses its mine. Income plummets, unemployment skyrockets. The stage is set for an unscrupulous pharmacist to roll into town. Two years later, over 1 million pills were shipped to the small West Virginian town of Basswood. Many sold right here on our streets. The article by journalist Samuel Higgs goes on. Information brought to light in this article led to the investigation of Hugh Kirkland, a seemingly respectable senior, who turned out to be the mastermind behind this pill mill scheme. The Basswood Police Department is now under investigation. How the small town of Basswood can recover from such a blow is anyone's guess. All right, time to kick up your feet on the dashboard. Thank you.
beating and a good times. Moonlight raising from the grave. String band playing war hat. Honky tonk's pretty young thing going dancing in the rain. Lady spitting at the Nicky Jacks, businessman with a needle and a spoon, coyote chewing on a cigarette, pack of young boys going howling at the moon. Hey darling, sleeping on the blacktop. Hey darling, running through the trees, honey. Hey darling, leaving for the next town, letting my sense catches up with me. On the number four, two witnesses blown up high. Not sure whose will be done. Ja, Freunde, das war Twin Mirror. Schade, das war jetzt ein viel zu kurzer Schluss. Ich hätte lieben gern gesehen, was jetzt was aus den Drohungen wurden. Was mit Joanne, was mit Casey passiert ist, ob es denen gut geht. Ich hoffe, dass nach dem Abspann vielleicht noch was kommt. Ansonsten war mir das definitiv jetzt zu kurz abgehandelt. Und das ist auch meine Hauptkritik bei dem Spiel. Also es war echt gut. Es hat mir auch so von der Story her und von der Aufmachung besser gefallen wie jetzt Tell Me Why. Wobei, das kann man eigentlich nicht vergleichen, weil Tell Me Why hat halt eine viel ruhigere Ebene und emotionalere Ebene im Storytelling aufgeführt. Aber sie haben sich mit den Charakteren mehr Zeit gelassen. Die haben, also Twin Mirror wurde so durchgewascht. Also, das ist ein kurzes Spiel, das stört mich ja nicht einmal, aber jetzt gerade das Ende, da will man doch mehr sehen wie einen kurzen Radiobericht. Also, da hätte man schon noch irgendwas bekommen können, finde ich zumindest. Ich kann jetzt auch deswegen überhaupt nicht einschätzen, ob mein Ende gut oder schlecht war. Das wird halt daran liegen, wie es den anderen geht. Aber was wir aus dem Radio gehört haben, es wurde alles aufgedeckt, aufgelöst. Er kam nicht damit durch. Das fühlt sich schon mal gut an. Klar, Sam hat zum zweiten Mal Bestwood quasi vernichtet. Aber das ja aus gutem Grund. Beim ersten Mal war gefährlich, gab Unfälle. Beim zweiten Mal Drogenring. Sagt ja wohl alles. Also wir haben das Richtige getan. Es fühlt sich richtig an. Ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen. Stellt euch mal vor, ja, was wäre denn passiert, wenn wir es angenommen hätten? Dann wäre er mit dem Auto weggefahren, dann gäbe es nicht mal dann hätten wir überhaupt kein Ende wahrscheinlich. Also das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht kommt ja noch was. Trotzdem, an sich war es ein cooles Spiel. Es hatte halt diese typische Dontnod Note, dieses Flair. Ich liebe diese Charaktere, die Dialoge, die man führen durfte. So diese natürliche Erzählstruktur einfach. Aber jetzt innerhalb einer spannenden Story, aber auch einer nicht übersinnlichen, aber sagen wir mal mystischen Szenerie mit dem Kopfverlass, mit dem zweiten Ich, das wir aber abserviert haben. Wäre natürlich spannend zu wissen, wenn wir jetzt ihn, also das zweite Ich, der imaginäre Freund, wie man ihn auch nennen möchte, wenn der am Schluss noch da gewesen wäre, ob man dann großartig hätte was anderes tun können, wer weiß. Ganz zum Schluss haben wir ja auch den Gedankenpalast gebraucht. Und wenn wir den nicht gehabt hätten, wie wäre das dann gelaufen? Hätte schon einen gewissen Widerspielwert, zumindest was den Schluss angeht, zumindest, also bei der ab der Entscheidung. Sorry, Leute. Gerade was im Hals hier. ab der Entscheidung, wo wir uns von einer der beiden halt lossagen müssten, wäre es natürlich interessant, wie das anders weitergelaufen wäre. Ob es mir das wert ist, es nochmal zu spielen, weil davor ist es ja relativ identisch, möchte ich behaupten. Weiß ich nicht. Ich denke, ich werde es mir eher woanders angucken. Falls ich jemand finde, der sich da komplett anders entschieden hat, schaue ich mir das da an. Aber hat Spaß gemacht. War ein sehr kurz... ein sehr, sehr kurzes Spiel, aber das war ja auch mehr oder weniger ein Lückenfüller, denn das nächste große Hauptprojekt, jetzt ist es soweit, ist Resident Evil 8. Das werden wir blind spielen. Das geht dann wahrscheinlich heute der erste Part als Premiere los. Also wenn ihr das jetzt live als Premiere seht, dann könnt ihr gleich um 19 Uhr nochmal einschalten. Dann gibt es den ersten Part von Resident Evil 8 und die Woche drauf kommt das dann regelmäßig. Da freue ich mich sehr drauf. Ist blind. Also, das wird ein Fest. Ja, aber jetzt nochmal hier zurück. War ein gutes Spiel. Wie gesagt, ich liebe diese Story-Games.
hat Spaß gemacht. Es war mir, wie schon erwähnt, ein bisschen zu einfach. Man hat halt alles wirklich schnell durchschaut. Die Verdächtigen, die man hatte, die waren es letztendlich auch. Und mir kamen gewisse Charaktere einfach zu kurz. Man hätte es schöner ausbauen können, finde ich. Und gerade der Schluss, den hätte man aber sowas von ausbauen können. Ein bisschen schade. Aber mal gucken, vielleicht kommt ja jetzt gleich noch was. Und dann wissen wir es besser. Hätte ich gewusst, dass der Schluss so kurz abgehandelt wird, dann hätte ich das auch noch in einem früheren Part noch zusammenfließen können. So haben wir jetzt halt ein relativ kurzes Finale. Aber gut, das konnte ich ja nicht wissen. Ja, immer wieder eine Freude mit diesen Spielen. Wir haben jetzt Life is Strange 1 und 2. Wir haben dieses Spiel. Tell Me Why hatten wir damals im Stream durchgespielt, falls ihr euch wundert, dass es davon eben nichts auf YouTube gibt. Vielleicht werde ich es irgendwann mal Let's Playen, aber es ist eher unwahrscheinlich, weil es war jetzt nicht so stark, dass ich jetzt Lust hätte, es nochmal zu Let's Playen. Auf was ihr euch aber definitiv freuen könnt, ist Life is Strange True Colors. Das werde ich definitiv Let's Playen. Darauf freue ich mich schon sehr. Alles, was man davon gesehen hat, reizt mich doch schon. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich schon drauf. Wir lassen jetzt wie immer den Abspann durchlaufen und ich bedanke mich jetzt schon mal an alle, die sich dieses Projekt angeschaut haben, an die Kommentarschreiber und ja, danke fürs Interesse. War mir wie immer eine Freude. Hab immer gerne gelesen, wie ihr euch hier und da entschieden hättet. Und ja, jetzt lassen wir noch durchlaufen. Der schöne Soundtrack. Das muss man ja auch sagen, Soundtrack, Soundkulisse, Synchronsprecher war alles wieder top, wie man es ja von denen auch gewohnt ist. Ich war da sehr zufrieden. Und da sind wir nun durch, Leute. Mal gucken, ob wir nochmal eine Statistik bekommen, aber die haben wir uns ja eigentlich innerhalb des Spiels schon zu Genüge angeschaut. Aber vielleicht kam ja jetzt noch am Schluss was dazu. Und viel mehr würde es mich jetzt freuen, wenn noch irgendwas storytechnisch kommen würde. Weil sonst wäre das Ende wirklich viel zu gerusht. Und das ist dann wirklich schade. Schauen wir mal. Nö, es kommt einfach nichts mehr. Also das ist schwach. Also das ist eins der schwächsten Ende, die ich je gesehen habe. Schade eigentlich. Aber gut, das Spiel, wie schon gesagt, hat allgemein gerusht. Ließ sich nicht ändern. So ist das Game halt. Wir können noch mal kurz in die Statistik reingucken. Die Ausrufezeichen, die hat er nur nicht gespeichert, die haben wir uns bereits angeguckt. Jus in Tarnung, ich habe Jus schmutziges Geld abgelehnt. Ach, der hat mir Geld angeboten? Habe ich gar nicht mitbekommen, aber gut, hätte ich dann auch nicht gemacht. 67% haben sich auch so entschieden und es fühlt sich richtig an. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass es den anderen gut geht. Ist halt schade, das ist nie, dass man das jetzt nicht weiß, ne? Alles offen gelassen. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es denen gut geht. Und demnach habe ich ein gutes Ende. ja, gut. Wenn ich auf Freunde gehe, guckt man. Niemand meiner Freunde hat dieses Spiel gespielt. Und ich habe über 400 Freunde in meiner Freundesliste. Das ist irgendwie traurig, oder? Sollte man vielleicht nachholen. Aber na gut. So viel dazu, Leute. Das war's. Sorry, dass es jetzt ein relativ kurzes und unspektakuläres Finale war. Aber das ist ja eigentlich nicht mir zu verschulden. Okay, Leute. Also, ich bedanke mich nochmal. Danke für euer Interesse. Wie gesagt, mit Resident Evil 8 geht es als nächstes Hauptprojekt weiter. Ich wünsche euch nur das Beste. Macht's gut. Bis denne. Euer John McCloud.